Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist hier das Lernvideo Nummer 7 und wir werden in diesem Video uns mit konvexen Funktionen und Mengen beschäftigen. Ziel dieses Kapitels ist es also, das Konzept der Konvexität einzuführen, dann näher zu untersuchen und zu charakterisieren, wann Funktionen auf R konvex sind, und wir werden dann drei ganz fundamentale Ungleichungen der Analysis beweisen, nämlich die Young'sche, die Hölder'sche und die Minkowski-Ungleichung, indem wir auf das Konzept konvexer Funktionen zurückgreifen. Und diese Ungleichungen werden dann auch im nächsten Kapitel eine wichtige Rolle spielen, wenn wir die sogenannten p-Normen auf dem R hoch d untersuchen werden. Ja, wir werden uns jetzt mit der Definition einer konvexen Menge und einer konvexen Funktion beschäftigen. Und um überhaupt über Konvexität sprechen zu können, benötigen wir die Vektorraumstruktur. Deshalb sei x nun ein Vektorraum. In Teil 1 dieser Definition möchten wir den Begriff Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten x und y definieren. Das kann man visuell sich erstmal klar machen, was damit gemeint ist. Wenn wir zwei Punkte x und y in einem Vektorraum haben, dann möchten wir die Strecke zwischen x und y uns ansehen. Und das wird hier definiert. Die Verbindungsstrecke ist also eine Teilmenge des Vektorraums x. Und wenn wir uns mal anschauen, was hier drin steht, da steht eine Linearkombination von den Vektoren x und y mit Koeffizienten Lambda und 1 minus Lambda, wobei dieses Lambda eben aus 0 und aus dem Intervall 0, 1 gewählt ist. Wenn dieses Lambda 0 ist, dann ist dieser Ausdruck gerade gleich y. Dann befindet man sich hier an diesem Endpunkt. Und wenn Lambda 1 ist, dann ist dieser Ausdruck hier gerade x und man befindet sich an diesem Punkt. Und wenn wir nun das Lambda von 0 auf 1 hochfahren, dann durchwandert man gerade diese Strecke. Mit dem Begriff der Verbindungsstrecke können wir jetzt sagen, wann eine Teilmenge von x konvex ist. Und zwar nennen wir so eine Menge, die hier mit d bezeichnet ist, konvex, wenn jede Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten, die in d drin liegen, eben auch in dieser Menge enthalten sind. Wir können da ein Beispiel hinmalen. Diese Menge, die ich hier eingezeichnet habe, ist eine konvexe Menge. Was ich hier genau meine, ist natürlich sozusagen diese aufgefüllte Scheibe. All diese Punkte, die ich jetzt hier versuche anzumalen, die sollen auch zur Menge gehören. Und diese ist konvex, denn wenn ich hier zwei Punkte habe, zum Beispiel diese beiden hier, dann liegt die Verbindungsstrecke eben drin und das geht für alle Punkte, die man hier einzeichnen könnte. Ein Beispiel für eine nicht konvexe Menge wäre beispielsweise eine Menge, die so aussieht, auch wieder aufgefüllt gedacht. Denn beispielsweise, wenn ich diese zwei Punkte wähle, dann liegt die Verbindungsstrecke zwischen den beiden Punkten nicht in der Menge vollständig drin. Denn wie man sieht, sind diese Punkte der Verbindungsstrecke nicht Teil der Menge. Ein weiteres Beispiel für eine Menge, die nicht konvex ist, ist beispielsweise eine Menge, die aus zwei Zusammenhangskomponenten besteht. Wir könnten uns im R2 eben zwei disjunkte Kugeln vorstellen. Wenn ich jetzt einen Punkt hier reinsetze und einen Punkt hier reinsetze, dann liegt natürlich auch die Verbindungsstrecke nicht vollständig in dieser Menge hier drin. So, kommen wir zum Be nun wichtigsten Begriff, nämlich dem Begriff der einer konvexen Funktion. Hier ist die Definition. Wir nennen eine Funktion f, die auf einer Teilmenge des Vektorraums x definiert ist und nach R abbildet konvex, falls zum einen das Definitionsgebiet konvex ist und diese Ungleichung hier gilt. Ja, schauen wir uns diese Ungleichung nochmal genauer an. Auf der linken Seite werten wir f an einem bestimmten Punkt aus.
nämlich an so einer Linearkombination der Vektoren x und y. Diese Vektoren x und y, die kommen hier aus dem Definitionsbereich der Funktion. Und die Koeffizienten dieser Linearkombination sind eben Lambda und 1 minus Lambda, wobei das Lambda zwischen 0 und 1 liegt. Und wenn man sich das mal hier anguckt, die Koeffizienten der Linearkombination hier, die addieren sich zu 1. Ne? Lambda plus 1 minus Lambda ist 1. Und so eine Art Linearkombination nennt man Konvexkombination. Also was wir hier haben, ist einfach eine Konvexkombination der Vektoren x und y, und das setzen wir in die Funktion f ein. Auf der rechten Seite haben wir auch eine Konvexkombination. Nur was wir hier konvex kombinieren, sind nicht die Vektoren, sondern die Funktionswerte an den Vektoren f und x und fy. Ja, man kann diese Definition am besten verstehen, indem man sich auf die einfache Situation zurückzieht von Funktionen, die einfach auf R definiert sind. Und dazu malen wir mal den Funktionsgraph einer solchen Funktion auf. Ich male also hier die reelle Zahlenachse und hier vervollständige ich das Koordinatensystem. Und der Funktionsgraph einer konvexen Funktion könnte jetzt zum Beispiel so aussehen. Ich möchte jetzt hier die Punkte x und y eintragen. Die könnten zum Beispiel hier liegen und an dieser Stelle. Und diese Konvexkombination von x und y, das möchte ich hier mal rot markieren, diesen Punkt, dieser Punkt, wenn man jetzt Lambda nahe bei 1/2 wählen würde, dann würde dieser Punkt hier ungefähr in der Mitte von x und y liegen. Ich male jetzt einfach mal hier hin. Das soll also der Punkt Lambda x plus 1 minus Lambda mal y sein. Ja, und diesen drei Punkten sind natürlich Funktionswerte zugeordnet. Ich male mal hier den Funktionswert von x ein und den Funktionswert von y. Und wenn wir uns jetzt hier die rechte Seite mal anschauen, dann ist das ja gerade eine Konvexkombination der Funktionswerte. Und ich kann das in dem Schaubild, in dem Diagramm einzeichnen, indem ich hier eine Gerade durch diese beiden Punkte lege. Das ist jetzt hier passiert. Und diese Abschätzung sagt nun, dass der Funktionswert an der Konvexkombination unterhalb dieser Verbindungsstrecke liegt. Ja, und geometrisch kann man also dann die Konvexität für Funktionen auf R dadurch charakterisieren, dass man sagt, der Funktionsgraph liegt immer unterhalb von solchen Verbindungsstrecken, egal wie ich die Punkte x und y wähle. Ja, und geometrisch kann man also dann die Konvexität für Funktionen auf R dadurch charakterisieren, dass man sagt, der Funktionsgraph liegt immer unterhalb von solchen Verbindungsstrecken, egal wie ich die Punkte x und y wähle. Ja, in dieser Definition gibt es noch einen letzten Punkt, nämlich es wird noch definiert, wann eine Funktion konkav ist. Und wir nennen einfach eine Funktion konkav, wenn minus die Funktion konvex ist. Okay, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Im ersten Teil, Punkt A, stellen wir fest, dass lineare Funktionen konvex und konkav sind. Okay, diese Aussage macht nur Sinn, wenn der Zielvektorraum R ist. Okay, warum ist das richtig? Nun, wenn wir in eine lineare Funktion eine Konvexkombination einsetzen, dann können wir aufgrund der Linearität die Konvexkombination aus der Funktion rausziehen. Und die Ungleichung, mit der wir die Konvexität definiert haben, gilt dann für beide Richtungen. Also sie gilt mit der Gleichheit und damit gilt größer gleich und kleiner gleich und damit ist jede lineare Funktion konvex und konkav. Als nächstes möchten wir uns die Quadratfunktion anschauen und die ist konvex auf R. Das werden wir später auch analytisch beweisen, aber wir können
das jetzt geometrisch schon verstehen, warum das richtig ist. Und dazu malen wir einfach mal ein Koordinatensystem auf und den Funktionsgraph der quadratischen Funktion. Der sieht dann ungefähr so aus. Und dann sieht man schon, dass beliebige Verbindungsstrecken zweier Punkte auf dem Funktionsgraph immer überhalb des Funktionsgraphen liegen. Okay, das nächste Beispiel betrachtet die abgeschlossene Kreisscheibe im R2 und das ist eine konvexe Menge. Da sieht man auch, hier ist so die Kreisscheibe mal angezeichnet. Man würde hier, der Mittelpunkt wäre hier die 0. Und wenn wir hier zwei beliebige Punkte in der Kreisscheibe verbinden, dann liegt die komplette Verbindungslinie eben wieder in der Kreisscheibe. Als nächstes möchten wir uns ein Beispiel für eine konvexe Menge im R2 ansehen. Und zwar betrachten wir hier die Kreisscheibe mit Mittelpunkt 0 und Radius 1. Die könnte so aussehen, wobei der Mittelpunkt dann eben durch den Ursprung gegeben ist. Und auch hier sieht man, dass wenn man zwei beliebige Punkte in der Kreisscheibe verbindet, dann liegt die Verbindungsstrecke immer in der Kreisscheibe drin. Das ist hier geometrisch klar und wir werden das später analytisch auch beweisen. Ja, wenn wir jetzt uns aber nur auf den Rand der Kreisscheibe zurückziehen und dieser Rand ist hier eben in dunkelblau eingezeichnet, dann sieht man, dass dieser Rand eben nicht konvex ist. Das ist keine konvexe Menge, denn wenn ich zwei Randpunkte miteinander verbinde, zum Beispiel diesen Randpunkt mit diesem hier, dann sieht man, dass auf der Verbindungsstrecke eben Punkte liegen, die nicht mehr auf dem Rand liegen. Man kann das in dem Fall auch direkt analytisch hinschreiben. Ich könnte die Punkte nehmen x mit den Koordinaten 1, 0 und dann dieser Punkt liegt auf alle Fälle auf dem Rand der Kreislinie und minus x eben auch. Und wenn ich jetzt x und minus x linear kombiniere, zum Beispiel mit Koeffizienten 1/2, da kommt da eben gerade 0 raus und 0 ist jetzt kein Element mehr auf der Kreislinie. Ja, als nächstes möchten wir uns die kubische Funktion auf R ansehen und wir malen wieder den Funktionsgraphen auf. Koordinatensystem. Und dann sieht der Funktionsgraph der kubischen Funktion ungefähr so aus. Und der ist punktsymmetrisch zum Ursprung. Ja, und dann sieht man, wenn man beispielsweise diesen Punkt hier mit jenem verbindet, dass, oder mit diesem Punkt hier verbinden möchte, dann sieht man, dass eben diese Verbindungslinie jetzt unterhalb des Funktionsgraphen liegt. Und nach unserer Diskussion ist klar, dass das keine konvexe Funktion sein kann. Wir werden dann später sehen, dass wenn wir die kubische Funktion einschränken auf die nicht negativen Zahlen, dass dann eine konvexe Funktion rauskommt. Und wenn wir die Funktion einschränken auf die nicht positiven Zahlen, dann kommt eine konkave Funktion raus. Ja, als nächstes schauen wir uns die Funktion fx gleich x an. Das ist eigentlich eine lineare Funktion und die müsste ja dann konvex und konkav sein. Aber wir wählen hier als Definitionsgebiet eines, das aus zwei disjunkten Intervallen zusammengesetzt ist und dieses Definitionsgebiet ist nicht konvex und nach unserer Definition ist eben dann auch die Funktion nicht konvex. Das letzte Beispiel und auch sehr wichtiges Beispiel ist die Betragsfunktion auf R. Und das ist eine konvexe Funktion. Und warum das so ist, sieht man hier, das ist das kurze Argument. Wenn wir eine Konvexkombination in den Betrag einsetzen, dann können wir mit Hilfe der Dreiecksungleichen, die wir hier verwenden, eine Abschätzung nach oben gewinnen.
Und wir können dann mit der absoluten Homogenität die Faktoren Lambda und 1 minus Lambda aus den Beträgen herausziehen. Und weil sowohl Lambda als auch 1 minus Lambda ja nicht negativ sind, Lambda liegt da zwischen 0 und 1, erhalten wir dann diese Identität. Und damit, wenn man das von links nach rechts liest, haben wir gezeigt, dass der Betrag eine konvexe Funktion auf R ist. Was wir hier nur verwendet haben, ist die Dreiecksungleichung und die absolute Homogenität des Betrages. Und wir wissen ja schon, dass wenn wir auf einem Vektorraum eine Norm betrachten, dass dann eben auch die Norm die Dreiecksungleichung und die absolute Homogenität erfüllt. Und deshalb wird auch eine Norm auf dem Vektorraum eine konvexe Funktion sein. Und das ist der Inhalt dieses Lemmas. Hier verallgemeinern wir die Aussage noch ein bisschen. Wir wählen uns nämlich noch einen Ankerpunkt x0 und betrachten dann diese Funktion f, die einem x eben den Abstand zu x0 bezüglich der Norm aus dem Vektorraum zuordnet. Und die Aussage ist, das ist eine konvexe Funktion. Schauen wir uns den Beweis an. Zunächst ist klar, dass das Definitionsgebiet der Funktion, nämlich der ganze normierte Raum, eben konvex ist. Und deshalb müssen wir nur die Ungleichung für die Konvexität nachprüfen. Wählen wir uns also zwei Vektoren xy und ein Lambda aus 0, 1. Wenn wir nun die Konvexkombination in f einsetzen und die Definition von f benutzen, dann können wir zunächst mal feststellen, dass wir den Ausdruck, der hier steht, auf diese Art und Weise umschreiben können. Und hier haben wir einfach nur benutzt, dass Folgendes gilt, nämlich dass x0 das gleiche ist wie Lambda x0 plus 1 minus Lambda x0, denn Lambda und 1 minus Lambda addieren sich zu 1 auf. Und dann haben wir umsortiert. Und das ist jetzt ganz praktisch, dass das hier richtig ist, denn jetzt können wir die Dreiecksungleichung auf diese zwei Summanden anwenden und wir erhalten dann die Norm des ersten Summanden und die Norm des zweiten Summanden. Wir benutzen wieder die absolute Homogenität und enden letztlich mit der Definition von f hier auf der rechten Seite. Und wenn man das jetzt von ganz links nach ganz rechts liest, dann steht hier die charakterisierende Ungleichung für die Konvexität von f. Wenn man eine konvexe Funktion hat, dann kann man sehr einfach konvexe Mengen gewinnen, nämlich als Subniveaumengen dieser Funktion. Und das steht hier in diesem Lemma. Sei also x ein Vektorraum und f eine konvexe Funktion. Dann ist diese Menge, die hier steht, die sogenannte Subniveaumenge von f zum Niveau Alpha. Was steht also da drin? Das sind alle Punkte x aus dem Definitionsbereich der Funktion, die auf einen Funktionswert abgebildet werden, der kleiner gleich als Alpha ist. Und die Aussage ist, diese Menge hier ist konvex. Das möchten wir nachprüfen. Wählen wir uns also zwei Vektoren aus dieser Menge und ein Lambda zwischen 0 und 1. Wir setzen diese Konvexkombination in die Funktion ein, denn wir möchten ja nachweisen, dass Lambda x plus 1 minus Lambda y in die Alpha liegt, was nach Definition von d Alpha gleichbedeutend ist, dass eben dieser Ausdruck, der hier ganz links steht, kleiner gleich als Alpha ist. Und das möchten wir nachweisen. Und da jetzt aber f ja konvex ist, können wir die Konvexkombination rausziehen. Wir können jetzt dann verwenden, dass f von x und f von y kleiner gleich als Alpha ist, da ja x und y aus der Subniveaumenge kommen und wir erhalten diese Abschätzung hier und das ist das gleiche wie Alpha. Und damit ist diese Behauptung bewiesen. Als Beispiel können wir jetzt mit Hilfe dieses Lemmas und des vorangegangenen Lemmas feststellen, dass die Einheitskugeln konvex sind. Und nicht nur die Einheitskugeln, sondern beliebige Kugeln mit Radius r und dem Mittelpunkt x0, das sind konvexe Mengen. Ja, und in der Tat ist es klar, denn was wir hier stehen haben, ist nichts anderes als die Subniveaumenge der Funktion f von x, abgebildet auf x minus x0 und dann die Norm.
in x. Und zum einen wissen wir, dass diese Funktion konvex ist. Das war das Lemma 1,29. Und aufgrund von Lemma 1,30 wissen wir dann, dass diese Niveaumenge, Subniveaumenge eben dann eine konvexe Menge sein muss in dem Vektorraum. Dann eine andere Anwendung ist, eine sehr konkrete, ist diese hier. Hier schauen wir uns den R2 an und nehmen dann die abgeschlossene Einheitskugel mit Mittelpunkt 0 bezüglich der Maximumsnorm. Und aus dem Argument von hier oben wissen wir, dass diese Menge eben konvex ist. Ja, wir möchten diese Menge ruhig mal visualisieren. Dazu malen wir ein Koordinatensystem. Ich zeige mir hier noch ein, wo die 1 liegt. Ja, und dann kann man zunächst mal feststellen, dass beispielsweise der Vektor mit Koordinaten 1, 1 in dieser Menge drin liegt, denn dieser Vektor hat ja Maximumsnormen gerade strikt, also gerade gleich 1. Dieser Vektor würde hier liegen. Das gleiche gilt für den Vektor 1, minus 1 und für den Vektor minus 1, 1 und für den Vektor minus 1, minus 1. Diese vier Punkte liegen also hier in dieser Menge, das wissen wir jetzt schon. Und weil diese Punkte da drin liegen und wir wissen, dass die Menge konvex ist, muss auch die gesamte Verbindungsstrecke zwischen diesen Punkten jeweils in der Menge drin liegen. Ich male mal hier diese vier Verbindungsstrecken ein. So. Diese vier Linien liegen auch in dieser konvexen Menge. Und wenn wir jetzt beliebige Punkte auf diesen Linien verbinden, sehen wir, dass sogar dieses gesamte Quadrat in dieser konvexen Menge drin liegen muss. Und in der Tat ist diese konvexe Menge genau dieses Quadrat hier. Ja, und das führt uns schon auf das nächste Lemma. Bevor wir das genau diskutieren, möchte ich aber nochmal was anderes aufmalen. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben eine konvexe Menge und wir wissen bereits, dass in dieser konvexen Menge drei Punkte enthalten sind. Sagen wir x1, x2 und x3. Dann, aus Grund desselben Argumentes wie gerade eben, wissen wir, dass die Verbindungslinien dann auch in dieser konvexen Menge enthalten sein müssen. Und wenn wir dann beliebige Punkte auf den Verbindungslinien miteinander verbinden, dann müssen die auch in der konvexen Menge drin liegen und deshalb ist klar, dass dieses gesamte Dreieck hier in der konvexen Menge drin liegen muss. Wenn wir nun einen beliebigen Punkt aus dem Dreieck wählen, ich nenne den Punkt mal y, dann stellt man fest, dass wir diesen Punkt y darstellen können als eine spezielle Linearkombination dieser drei Eckpunkte, nämlich wir können Koeffizienten Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3 finden, die Eigenschaft haben, dass wenn wir die entsprechende Konvexkombination, Linearkombination uns ansehen, dass dann gerade dieser Punkt in der Mitte, dieser Punkt y rauskommt oder ein beliebiger Punkt in diesem Dreieck eben rauskommt. Und man kann sich klar machen, dass diese Koeffizienten, die hier stehen, zum einen alle nicht negativ sind. Und dass sie sich zu 1 aufsummieren. Ja, und in diesem Lemma geht es genau um solche Konvexkombinationen. Sei also x ein Vektorraum, wir nehmen eine konvexe Funktion auf einer konvexen Teilmenge d definiert. Wir wählen uns jetzt endlich viele Punkte xi und Koeffizienten lambda i zwischen 0 und 1. Und zwar genau d Stück und wir möchten, dass die Koeffizienten sich zu 1 aufsummieren. Und die Behauptung ist dann, dass dann die Konvexkombination, ja, oder der Funktionswert der Konvexkombination dieser Vektoren xi kleiner gleich ist als die Konvexkombination der Funktionswerte. Und warum das richtig ist, das beweisen Sie in der Übung.
Wie gesagt, diese Art der, diese speziellen Linearkombinationen mit Koeffizienten Lambda i, die zwischen 0 und 1 liegen und sich zu 1 aufaddieren, die nennt man Konvexkombination. Und im speziellen Fall d gleich 2 stellt man fest, dass man Lambda 2 ja schreiben kann aufgrund dieser Gleichung. Man kann dann Lambda 2 ausdrücken durch 1 minus Lambda 1 und dann vereinfacht sich in Fall d gleich 2 dieser Ausdruck zu diesem hier, das heißt Lambda 1 x1 bis 1 minus Lambda 1 x2. Und das ist genau der Ausdruck, der in der Definition der Verbindungsstrecke in Definition 1,27 aufgetreten ist. Das heißt, in der Definition 1,27 tauchten auch schon überall Konvexkombinationen auf. Ja, dann möchten wir besser verstehen, wie man Konvexität von Funktionen, die auf R definiert sind, verstehen kann und charakterisieren kann. Und das ist der Inhalt dieses Satzes. Hier schauen wir uns Funktionen an, die auf einem offenen Intervall definiert sind. Und wir hatten bereits im letzten Semester für differenzierbare Funktionen diese Äquivalenz hier bewiesen, dass nämlich eine Funktion genau dann monoton wachsend ist, wenn die Ableitung nicht negativ ist. Ja, und eine ähnliche Aussage haben wir für konvexe Funktionen. Und zwar, wenn wir eine zweimal differenzierbare Funktion f haben, dann ist die genau dann konvex, wenn die zweite Ableitung nicht negativ ist. Das möchten wir jetzt beweisen. Teil A müssen wir nicht beweisen, das haben wir im letzten Semester schon gemacht und wir widmen uns jetzt dem Beweis von Teil B. Ja, wir müssen eine Äquivalenz beweisen und wir fangen mal mit der Rückrichtung an. Sei also f eine Funktion, die deren zweite Ableitung nicht negativ ist. Und da ja die zweite Ableitung die Ableitung der ersten Ableitung ist, wissen wir aufgrund von der Charakterisierung aus Teil A, dass dann die erste Ableitung monoton wachsend sein muss. Ja, dann wählen wir uns mal zwei Punkte x1, x2, die angeordnet sind. Ich male mal hier noch ein Bild. Das soll also hier die reelle Zahlenachse sein. Und wir wollen f hier einmalen und x1 soll links von x2 liegen. Wir wählen uns außerdem noch einen Koeffizienten, den wir in der Konvexkombination verwenden werden, und wir bezeichnen die Konvexkombination von x1 mit x2 eben mit x. Also dieses x könnte vielleicht hier liegen. Ja, malen wir mal einen Funktionsgraph einer konvexen Funktion, beispielsweise diesen hier. Und was wir nun machen werden, ist den Zwischenwertsatz anwenden. Und zwar finden wir mit Hilfe des Zwischenwertsatzes ja Folgendes. Wir können uns die Funktionswerte von x1 und x ansehen und dann eine Gerade durch diese beiden Punkte ziehen. Und der Zwischenwert sagt uns nun, dass wir irgendwo zwischen x1 und x ja eine Zwischenstelle finden, sodass an dieser Zwischenstelle die Tangente, die Ableitung parallel ist zu dieser Verbindungsstrecke. Und das kann man sowohl für x1 und x machen, als auch für die Strecke x2. Und was wir eben erhalten, sind dann hier diese zwei Zwischenstellen xi1 und xi2, sodass diese Identitäten hier gelten. Der Differenzenquotient ist gleich f' von xi1 und der zweite Differenzenquotient ist dann f' von xi2. Und da jetzt nun zum einen xi1 immer links von xi2 liegen muss, da ja xi1 in diesem Intervall liegt und xi2 in diesem Intervall liegt, und da f' monoton wachsend ist, erhalten wir diese Ungleichung. Ja, und diese Ungleichung möchten wir weiter umformen, indem wir die Nenner umschreiben. Zum einen stellen wir fest, dass der eine Nenner sich so schreiben lässt und der andere Nenner lässt sich so schreiben. Und hier haben wir einfach nur benutzt, dass x eine Konvexkombination von x1 und x2 ist.
Das heißt, wir können dann diese Ungleichung hier nehmen und mit dem Faktor, der in beiden Darstellungen vorkommt, nämlich x2 minus x1, multiplizieren. Diese Zahl, dieser Faktor ist eine positive Zahl, denn x2 ist ja größer als x1 und dadurch verändert sich beim Multiplizieren der Ungleichung die Richtung der Ungleichung nicht. Und wir enden mit dieser Ungleichung hier. Die multiplizieren wir jetzt weiter mit dem Faktor Lambda mal 1 minus Lambda. Da bleibt auch die Richtung der Ungleichung erhalten und wir enden mit dieser Ungleichung. Und diese können wir jetzt umsortieren. Alle Terme, in denen ein f vorkommt, zum Beispiel dieser Term, diese Terme schieben wir auf die linke Seite und alle anderen Terme schieben wir auf die rechte Seite, zum Beispiel den hier. Und was dann übrig bleibt, ist nach diesem Umsortieren diese Ungleichung und das ist einfach die charakterisierende Ungleichung für die Konvexität von f. Und damit haben wir gezeigt, dass f konvex ist. Okay, jetzt wollen wir noch die andere Richtung zeigen. Das heißt, wir nehmen an, dass f konvex ist und möchten dann zeigen, dass die zweite Ableitung von f nicht negativ ist. Wir fangen einfach mal an mit dem, was wir wissen. Und wir wissen, dass wenn wir zwei Punkte aus dem Intervall nehmen, die so angeordnet sind und ein Lambda zwischen 0 und 1, dann gilt aufgrund der Konvexität diese Ungleichung. Und wir möchten jetzt diese Ungleichung so weit umformen, dass ein Differenzenquotient entsteht. Ja, und dazu stellen wir zunächst mal fest, dass dieser Ausdruck, diese Konvexkombination, sich auch so schreiben lässt und damit die linke Seite diese Form hier annimmt. Außerdem schieben wir dann noch einmal f von x hier auch auf die linke Seite, sodass nur noch minus Lambda f von x auf der rechten Seite übrig bleibt und wir enden mit dieser Ungleichung. Und diese Ungleichung dividieren wir jetzt noch durch diese positive Zahl und wir enden dann mit dieser Ungleichung. Auf der rechten Seite kürzt sich das Lambda raus und es bleibt nur noch y minus x im Nenner stehen. Ja, und wenn wir die linke Seite hier mal angucken, dann sieht die schon so ähnlich aus wie ein Differenzenquotient. Denn wenn wir mal, um das ein bisschen offensichtlicher zu machen, diese Zahl mit h bezeichnen, dann steht hier auf der linken Seite f von x plus h minus f von x über h. Und wir wissen, da ja f differenzierbar ist, dass wenn jetzt dieses h, diese Zahl gegen 0 geht, dann dieser Ausdruck gegen f' an der Stelle x konvergiert. Und aus diesem Grund liefert jetzt der Grenzübergang Lambda gegen 0 die Abschätzung, die hier steht. F' von x ist kleiner gleich dieser Quotient und diese Abschätzung ist richtig für alle y, die größer sind als x. Ja, wir möchten ja eigentlich was über die zweite Ableitung verstehen, deshalb werden wir jetzt diese Abschätzung soweit massieren, dass tatsächlich ein Differenzenquotient für die erste Ableitung entsteht und dann können wir wieder einen Grenzübergang machen und erhalten dann die zweite Ableitung. Dazu wählen wir jetzt eine Folge von yn's, die alle größer sind als x, sodass wir diese Abschätzung auch anwenden können und die gegen x konvergieren. Dann können wir wieder einen Zwischenwertsatz anwenden. Wenn wir nochmal hier hinschauen, dann ist das ja nichts anderes als ein Differenzenquotient. Das heißt, wir finden eine Zwischenstelle, sodass dieser Quotient gerade die Ableitung von f ist an der Zwischenstelle. Und wir wenden diese Ungleichung jetzt nicht an für y, sondern für die yn's. Das heißt, wir finden dann Zwischenstellen xi n, die in dem Intervall x, yn liegen, sodass der Quotient gerade die Ableitung von f an diesen Zwischenstellen ist. Das ist wieder der Mittelwertsatz. Und dann benutzen wir die Abschätzung von oben. So, wir können jetzt die Ableitung von f an der Stelle x auf die linke Seite bringen und sehen dann, dass f' xi n minus f' x größer gleich als 0 ist. Das erhalten wir aus dieser Ungleichung. Und wenn wir dann noch durch diese positive Zahl xi n minus x teilen, bleibt die Ungleichung erhalten und wir enden letztlich mit dieser Abschätzung.
Und hier können wir nun n gegen unendlich gehen lassen. Was passiert da? Nun, diese xi_n's liegen ja im Intervall x, y, n. Dieses y, n konvergiert gegen x, das heißt, dieses xi_n konvergiert letztlich gegen x. Und damit sehen wir wieder, da ja f zweimal differenzierbar ist, dass dieser Differenzenquotient dann tatsächlich gegen die Ableitung von f, die zweite Ableitung von f an der Stelle x konvergiert. Und beim Grenzübergang bleibt diese Abschätzung erhalten und damit folgt, dass die zweite Ableitung von f an der Stelle x größer gleich 0 ist. X war beliebig, also hat die zweite Ableitung von f ein Vorzeichen, ist nicht negativ und wir haben die Behauptung bewiesen. Ja, wir können uns jetzt zum Schluss dieses Lernvideos noch drei explizite Beispiele anschauen. Zunächst mal die quadratische Funktion, die wir ja schon Funktionsgraphen diskutiert hatten und uns klar gemacht hatten, dass das eine konvexe Funktion sein soll. Und in der Tat, wenn wir die zweite Ableitung von x² ausrechnen, kommt da eben 2 raus. 2 ist größer gleich 0 und damit sagt uns dieser Satz, dass die Funktion in der Tat konvex ist. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die kubische Funktion betrachten, dann ist die zweite Ableitung 6 mal x. Das heißt, diese hat einen Vorzeichenwechsel bei der 0 und damit ist die Funktion nicht konvex. Wenn wir die kubische Funktion nur auf den nicht negativen Zahlen anschauen, dann ist dort die zweite Ableitung nicht negativ und wir können folgern mit dem Satz, dass die kubische Funktion auf den nicht negativen Zahlen eben konvex ist. Und zuletzt können wir uns die Exponentialfunktion anschauen auf r. Da ja deren Ableitung die Exponentialfunktion wieder selber ist und die Exponentialfunktion positiv ist, können wir mit dem Satz folgern, dass die Exponentialfunktion tatsächlich konvex ist. Ja, und damit sind wir am Ende von Lernvideo Nummer 7. Bis zum nächsten Mal.